Geld regiert die Welt, darum muss der Rubel rollen, das Geld fließen, müssen Zahlungen erfolgen und darf die hohe Kante nicht vergessen werden. Dazu bedarf es Geldinstitute wie der Sparkasse. Nachdem sich in anderen Städten bereits per entsprechenden Dekreten Sparkassen gründen durften, genehmigte am 27. Januar 1845 Friedrich August König von Sachsen auch die Sparkassengründung in Zwickau. Als mittlerweile Mitglied des Ostdeutschen Sparkassenverbandes feiert darum die Sparkasse Zwickau dieses Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Ein Anlass, der durchaus Grund zum Feiern gibt. Im Rahmen des Jubiläums 175 Jahre Sparkasse Zwickau wurde bereits eine Straßenbahn der Zwickauer Verkehrsbetriebe mit dem Jubiläumslook versehen. Beste Gelegenheit, in diesem Zug nicht nur über weitere Aktivitäten zu informieren, sondern kurz auf die Geschichte einzugehen. Immerhin könnten Familien oder Unternehmen über gut 6 Generationen mit der Sparkasse Zwickau verbunden sein. Also nachgeprüft haben wir das nicht. Als die Sparkasse vor 175 Jahren gegründet wurde, war sie hauptsächlich für einfachere Bevölkerungsschichten, die auch ihr Geld sicher anlegen wollten. Ob aus diesen Familien über Generationen hinweg Kunden geworden sind, das kann sein, aber wir haben es nicht geprüft. Aber die könnten sich ja, wenn das so ist, bei Ihnen melden. Die können sich bei uns melden. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Im Übrigen ist dann die Sparkasse Zwickau älter als die Deutsche Bank und die Commerzbank, die dieses Jahr auch Jubiläum feiern. Ein derartiger Jahrestag hält meist auch so manche Überraschung für die Mitarbeiter, vor allem aber für die Kunden bereit, besonders treue oder neue. Wir werden eine Aktion machen für Neugeborene, die an unserem Geburtstag geboren werden und werden jeden Neuankömmling mit 175 Euro beglücken. Ansonsten werden wir viel mit unseren Kunden über das ganze Jahr feiern, auch vor allem dezentral. Wir wollen Danke sagen an unsere Kunden für 175 Jahre Vertrauen. Und ich glaube, das ist ein schönes Motto. Eben die gute Zusammenarbeit, die wir hier mit unseren Kunden pflegen, in der Weise auch zu würdigen. Davon betroffen sein werden die verschiedensten Filialen, aber auch Veranstaltungen und Aktionen, bei denen die Sparkasse schon von jeher als Partner zur Seite steht. Eine ganze Reihe von anderen Aktionen und darüber hinaus, auch ein Gewinnspiel natürlich. Das kann man alles auf unserer Homepage nachverfolgen. Da haben wir einen Link auf die 175-Jahr-Feier verlinkt. Und da kommt man auf eine Website, auf der man das genau nachvollziehen kann, was passiert. Ansonsten wollen wir eben dezentral sein, mit unseren Kunden gemeinsam in den Geschäftsstellen feiern. Auch die üblichen Dinge wie den Radlersonntag dazu nutzen oder den Werdauer Kürbiszauber. Also all die Dinge, die wir jedes Jahr machen, noch stärker unter das Motto 175 Jahre Sparkasse Zwickau stellen. Eine dieser Aktionen im Jubiläumsjahr zeigt einmal mehr die soziale Verantwortung, die die Sparkasse bereits über Jahre hinweg übernimmt. Also es ist eine ganz besondere Aktion aus Gründen unseres Jubiläums. Wir wollen natürlich dieses Jahr feiern, mit unseren Kunden feiern und wir feiern auch ein bisschen natürlich in unserem Haus. Und alle Mitarbeiter, die zu unserem Betriebsfest eingeladen sind, die haben eine kleine Spende geleistet und diese Spenden sind zusammengekommen zu 7.500 Euro, die wir heute gerne an Vereine der Region übergeben wollen. Neben dem Spendenaufkommen lag selbstverständlich die Auswahl der Begünstigten ebenso in den Händen der Mitarbeiter. Wir haben natürlich unsere Mitarbeiter auch gefragt, an wen könnten wir spenden, wer hätte das verdient. Und da sind ganz viele Vorschläge gekommen. Diese Vorschläge sind gesammelt worden und wir haben dann abstimmen lassen. Und jeder, der gespendet hat, durfte eine Stimme abgeben. Und wer die meisten Stimmen bekommen hat, der kommt heute zum Zug. Freuen über jeweils 2.500 Euro konnten sich der Kinderhausverein, der Verein Gemeinsam Ziele erreichen und das SOS Kinderdorf. Mitglied des Vorstandes Josef Salzhuber und die jeweiligen Paten überreichten den symbolischen Scheck. Wir haben uns ganz sehr gefreut darüber, dass also diese Aktion in der Mitarbeiterschaft der Sparkasse zustande gekommen ist und dass so viele gespendet haben für verschiedene Institutionen, eben auch für uns. Das Kinderhaus wird eine Kinderurlaubsreise und eine Kleinkindspielecke in der Sandspielanlage damit finanzieren. Ja, dann würde ich gern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse. Wir freuen uns sehr über diese Spende. Können Sie gut gebrauchen für die Kinder und Jugendlichen in unserem Kindergarten.
Beim Verein Gemeinsam Ziele erreichen geht das Geld in die Zwickauer Tafel, speziell in die Leasingraten für zwei notwendige neue Kühlfahrzeuge. Bei der Zwickauer Tafel ist man wie bei allen Tafeln deutschlandweit sofort bei Klima und Nachhaltigkeit. Weil ich schmeiß mal ein paar Zahlen in den Raum. Die Zwickauer Tafel alleine holt im vergangenen Jahr zum Beispiel knapp 300 Tonnen Lebensmittel ab, verteilt die in der Woche an 1800 Leute im Landkreis. Im SOS Kinderdorf fließt das Geld in den weiteren Ausbau des Naturlehrpfades und das Anlegen einer Obststreuwiese. Eine tolle Aktion, für die es mit Sicherheit auch noch weitere Interessenten gibt, aber... Also es ist nicht geplant, das zu wiederholen. Das ist eine einmalige Aktion jetzt erstmal. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Sparkasse Zwickau auch sehr viele Spenden leistet für die Region. Also in diesem Fall ist es eine Mitarbeiterspende, die von den Mitarbeitern kommt. Aber die Institution Sparkasse, bei der kann man natürlich nach Spenden fragen. Wie bei jedem Jubilar muss natürlich auch die Frage nach der Zukunft erlaubt sein. Ja, wie sieht die Zukunft der Sparkasse Zwickau aus? Wir haben permanent Veränderungen, wir werden aber weiterhin in der Präsenz, in der Fläche bleiben und immer mit dem Motto Sparkasse Zwickau, gut für die Region. Und die wird demnächst in großem Suchfieber sein, denn monatlich gibt es einen Finderlohn von 175 Euro, wenn erraten wird, wo sich das rote Jubiläumssparschwein versteckt hält. Ein Foto wird jeweils als Hilfestellung beim Auffinden dienen. Also schlau gemacht auf www.175-sparkasse-zwickau.de, wann und wo welche der zahlreichen Aktionen angeboten werden und natürlich mitgemacht.